Es geht weiter. Hallo und herzlich willkommen zu Another Bricks in the Mall mit dem Mark. Wir sind dabei, unser Straßensystem gerade mal ein bisschen zu erweitern. Alter, ist hier Durchgangsverkehr. Eigentlich Arsch. Ja, hier wird gerade ordentlich verkauft. Wir arbeiten, sind gerade dabei, hier unten neue Sachen, also neue Straßen neu zu verbinden. Für neue. Damit wir neue. Alter, was ist los, wenn ich aufnehme? Ey, leck mich am Arsch. Oh, wenn ich neue Wege ziehe. Also ich ziehe jetzt neue Wege, um wenn da in der Ecke oder da in der Ecke neuen Kiosk hin, also einen neuen Laden hinzusetzen. Aktuell warte ich noch drauf, dass mein Personal fertig wird. Ja. Weil es dann wieder heißt, mit Personal einstellen und Parkplätze bauen und alles Mögliche, weil da müssen ja doch schon Parkplätze her, wenn man mal damit anfängt. Es passiert wieder nichts, jetzt haben wir, sagen wir, so eine. Ah ne, doch, jetzt baut er wieder, bauen sie wieder. Kann sein, dass ich 2 oder 3 Stunden habe, überhaupt keine Mitarbeiter, die zum Bauen da sind, eingestellt habe oder so, damit ich auch, dass das auch mal eine Ruhephase da ist, wo halt nichts gebaut hat, obwohl kann ich mir eigentlich gar nicht leisten. Obwohl, wenn man mal einen Blick auf meinen Kontostand wirft, denke ich eigentlich, oh, ohne Brille ist das schon schwierig, dass das bei 721.000 Euro gerade mal gar nicht so schlecht bei mir läuft, würde ich sagen. So. Ich würde jetzt sagen, jetzt warten wir mal ab, bis die mal diese scheiß Straße da fertig gebaut haben. Und dann können wir weitermachen. Dann erstmal würde ich sagen, erstmal belassen, lass sie mal die komplette Straße fertig ziehen, dann erstmal Parkplätze bauen. Warte. So. Was gibt's? War die Schlange zu hoch? Naja, wahrscheinlich nur so eine Minute oder so. So. Und da kommen die ersten Autos. Warum die ersten Autos? Das ist gut. Straße fertig, nein, aber es kommen doch schon wieder mehr Autos. Oh, scheiße. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Dass das hier in dem Spiel auch gibt. Stau. Naja, Warteschlange. Immer noch Warteschlange. Parkplätze. Ja, die werden schon, die sind schon gerade gesät gerade, ich weiß. Ich muss jetzt aber mal eben dafür sorgen, dass ich meine Straßenzüge fertig kriege. Warteschlange, Parkplätze, Warteschlange, Parkplätze, Warteschlange. Neues Ziel. Warteschlange, da liegt mich der Arsch. Ja, unten kriegt man halt immer so Nachrichten, was gerade der Fall ist. Aber das hält sich jetzt gerade nur um Grenzen. Jetzt muss ich jetzt erstmal die ganze Stausituation ein bisschen unter Griff kriegen. Deswegen. Los.
Durch. Warteschlange. Parkplätze. Alter. Wir haben echt viel zu wenig Parkplätze. Naja. Straße ist fertig. Da geht noch, alter Vater. Ich glaube, die haben auch so ein bisschen so eine Voraussetzung, was die als erstes und was als letztes bauen. Deswegen heißt es warten. Los, baut mal schneller, Jungs. Warten ist nicht so meine Leidenschaft. Warteschlange, Warteschlange. Alles im gleichen Laden? Überall ist das Warte. Alex schreiben. So, weiter geht's. So, Parkplätze, wie sieht's aus? Immer noch nicht besser. Ein paar gibt's schon mehr, aber oh, Alter, ist hier was los, ey. Warteschlange. Alter, hier ist eine Warteschlange. Halt die Falter, Vater. Also. Da können wir doch noch ein, zwei, drei Kassen besetzen, oder? Kassierer stelle ich bei mir wahlweise ein, wie ich Bock habe. Umso mehr Grün, umso besser natürlich, aber sonst. Und mal eben wieder ein paar Kassierer eingestellt. Ja, ich weiß, dass es eine Warteschlange gibt.
Kriege ich da noch eine Gasse rein? Nicht schön, aber mal schauen, ob das wohl funktioniert. Naja. So. Das geht wieder, das geht auch. Im Blick behalten, würde ich sagen. Puh. Zimmern wir jetzt hier jetzt noch einmal. Alter, ich müsste das machen. Also hier unten da rein müsste noch ein Geschäft. Boah, Fundament. Ich brauche ein bisschen Platz für. Plus Lager. So, dann fangen wir an zu bauen. Und dann kommt nämlich hier unten noch Kundenparkplatz hin und oder so, ne. Kundenparkplatz und Straße. Und Straße. Und ja. Ja, kommen hier unten nämlich noch ein Key in und einen Kiosk hin, dann klatsche ich da ein Restaurant noch rein und dann zimmern wir da noch ein paar Parkplätze hin und dann sieht das gut aus, hoffe ich. So. Alter, im Spiel gibt es echt viel zu tun. Ich weiß, die Warteschlange im Restaurant ist kotzen scheiße gerade. Hat nichts ändern. Jetzt bauen die erst wieder Straßen. Oh, das Spiel ist teilweise so anstrengend, ey. Jetzt bauen die erst Straßen, ey. Meine Kacke. Naja. Ich brauche noch Ladezone. Ladezone hätte ich dahin gerne. Und ich werde hier auch, glaube ich, noch ein kleines Büro hinten anschließen, wo dann halt sowas wie noch eine Handvoll Mitarbeiter, Bauarbeiter reinkommt, eine Handvoll zum Saubermachen und so. Dass die nicht immer da die langen Wege machen müssen, aber das werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge machen. Wir müssen erstmal warten, dass die irgendwas fertig bauen. Ja, sonst soll nichts kommen. Wie Schmitz Katze. Jetzt bauen die da wieder, alter Jungs. Ja, die bauen auch, wo sie wollen. Typisch. Das wird noch eine Arbeit. Gut. Aber ich bedanke mich wieder bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen oder übermorgen wieder zur anderen Folge Another Bricks in the Wall. Bis dann. Danke. Ciao.